Darf ich? Okay. Guten Abend, meine Damen und Herren. Das war gerade eine kleine Unsicherheit. Tide überträgt unseren heutigen Abend und da gibt es dann immer ein bisschen Koordinationsbedarf. Ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen als Vorsitzender, erster Vorsitzender der Patriotischen Gesellschaft und mit Ihnen sozusagen die Zukunft des Wissenschaftsstandortes Hamburg nicht nur ganz allgemein zu erörtern, sondern dargestellt zu bekommen, dass diese Zukunft einen Ort und einen Namen hat, die Science City Bahrenfeld. Ein sehr außergewöhnliches Projekt, nicht nur für Hamburg außergewöhnlich, sondern international außergewöhnlich, Grundlagenforschung auf Basis modernster Technologie, Ausbildung von Naturwissenschaftlern, Mathematikern, Informatikern auf einem neuen Gelände bei diesem großen Forschungszentrum und der Versuch, aus den Forschungen auch Anwendung für praktische Fragen zu gewinnen, wirtschaftliche Erfolge anzuknüpfen. Also in gewisser Weise ein Nukleus für die Zukunft der ganzen Stadt an dieser Stelle. Und darüber mehr zu erfahren, finde ich, ist ausgesprochen spannend und darum freue ich mich, dass Katharina Fegebank uns heute dazu vortragen wird. Es wird so sein, dass mein Kollege Jürgen Lütje die anschließende Diskussion moderiert. Und dabei werden Sie auch merken, dass wir auch eine Kooperation eingegangen sind, nicht nur mit Zivilgesellschaft hier stehen, sondern auch mit Herrn Fehrmann, dem Verbandsvorsitzenden der Familienunternehmen, eine Kooperation zustande gebracht haben. Und ich hoffe, das wird Sie auch interessieren. Dankeschön und bis gegen Ende. Das ist, ich hau lieber ab, sonst sage ich Unsinn. Bevor ich loslege, machen wir zur kleinen Einstimmung einen wirklich sehr kurzen Film, um Sie alle einmal abzuholen und emotional einzugrooven. Ja, meine Damen und Herren,
vielen Dank für die Einladung heute Abend. Ich freue mich immer, wenn ich sprechen darf über die Entwicklung unseres Wissens, Wissenschafts- und Innovationsstandortes in der Stadt beziehungsweise die Wirkkraft für die gesamte Metropolregion. Jetzt scheint es zu funktionieren, oder? Ja, jetzt höre ich mich auch gut. Genau, haben wir die Zeit gut überbrückt, dass wir die ein oder andere Folie auch gleich noch mit aufrufen können. Wunderbar. Wie gesagt, ich freue mich sehr, heute Abend hier zu sein. Meine größte Herausforderung wird so sein, mich selbst zu bremsen, weil ich immer extrem begeistert bin, wenn ich mir angucke, was über die letzten Jahre entwickelt wurde und sich entwickelt hat in der Science City. Und ich freue mich sehr, dass wir im Anschluss an meinen Vortrag oder an meine Worte auch gleich darüber ins Gespräch kommen und auch weitere Entwicklungsperspektiven miteinander beleuchten. Ich freue mich sehr auch über die Kooperation mit den Familienunternehmern. Gerade mit Herrn Fehrmann hatte ich immer mal wieder zu tun in den letzten Jahren. Und man kann hervorragend mit ihnen die unterschiedlichen Perspektiven beleuchten und durchaus auch streiten an der einen oder anderen Stelle. Aber ich finde es großartig, dass das hier heute im Zusammenspiel funktioniert. Und das wird ja auch ein Thema sein. Wie hat sich eigentlich ein Areal, ein Ort, der über viele Jahrzehnte bekannt war für einen Ort, wie ich immer sage, der Hardcore-Grundlagenforschung, wie hat der sich eigentlich entwickelt? Welche Spielräume und Potenziale sehen wir? Und was hat das eigentlich mit der Entwicklung der Stadt, was hat das mit der Entwicklung von Hamburg zu tun? Und aktueller könnte der Tag ja heute nicht sein. Gerade in den letzten Tagen ging es wieder darum, welche Bedeutung hat eigentlich die Wissenschaft für die Stadt? Eine Debatte, die ich finde, man nicht oft genug führen kann. Ein Thema, das wir auf die Karte gesetzt haben, auch als aktueller Senat. Und ich sage immer, gekommen, um zu bleiben. Weil die Zukunft Hamburgs in den nächsten 10, 20, 30 Jahren ganz, ganz zentral davon abhängen wird, wie wir uns stellen zu der großen Frage, der großen Aufgabe des Strukturwandels, wie wir es weiter schaffen, ins nächste und übernächste Jahrzehnt hinein die Frage zu beantworten, wie wir eigentlich künftig nicht nur zusammenleben wollen, sondern wovon wir leben wollen, wie wir unseren Wohlstand sichern, wie wir in einem nachhaltigen Sinne auch Wachstum erreichen können. Und vor allem, und das ist ja eine der ganz, ganz zentralen und auch bisher noch nicht gelösten Aufgaben, vor der wir gerade alle stehen, in Europa, in Deutschland und eben auch bei uns, wie wir es eigentlich schaffen, die besten Ideen hierher zu holen und vor allem aber auch die besten Köpfe hierher zu holen, hierher zu bringen und sie dann auch hier zu halten. Und da spielt, das wird Sie jetzt nicht verwundern, die Frage, welchen Stellenwert Wissenschaft hat, welchen Stellenwert ein Fokus auf dieses Politikfeld hat, wie man damit umgeht, welche Rahmenbedingungen man setzt, eine ganz, ganz erhebliche Rolle, vor allem auch, wie ernsthaft und wie nachhaltig das Ganze betrieben wird. Und deshalb sage ich immer, es muss ganz klar darauf ankommen, welche Rahmenbedingungen, welche politischen Rahmenbedingungen gesetzt werden. Es kommt darauf an, wie mit Köpfen umgegangen wird, wie man Talente in die Stadt zieht. Es kommt auch darauf an, welche Strukturen man entwickelt, gemeinsam entwickelt. Und da meine ich vor allem mit Blick auf die Science City dann auch, welche Infrastrukturen einen Standort attraktiv, ja geradezu einzigartig machen. Und ein niemals zu unterschätzender, für mich eigentlich der relevanteste Baustein, ist die Frage, wie funktionieren Kooperationen und wie funktionieren Netzwerke? Ich will nicht zu weit zurückgehen in die Geschichte, aber ich will ein ganz prägendes Moment meiner Amtszeit, ich bin seit 2015 Wissenschaftssenatorin, mit Ihnen teilen. Und das war die Begutachtung des Wissenschaftsrates 2014, 2015, erst die Naturwissenschaften, die begutachtet wurden, im gesamten Standort und dann nochmal eine Begutachtung der Universität, der dann auch die anderen Bereiche in den Blick genommen hat. Und ich glaube, die Angst im politischen Raum vor dieser Begutachtung des höchsten unabhängigen Gremiums, das durchaus auch sehr kritisch mit Strukturen umgehen kann, war groß, weil man natürlich dachte,
Hamburg, Wissenschaftsstandort, bisher auf der deutschen Karte vielleicht nicht ganz oben angesiedelt. Was haben wir von dieser Begutachtung zu erwarten? Und das Außergewöhnliche war, dass der Wissenschaftsrat uns ermutigt hat. Der Wissenschaftsrat hat gesagt, ihr habt so fantastische Ausgangsvoraussetzungen als Stadtstaat mit einer vielfältigen Universitäts- und Hochschullandschaft, mit einer wachsenden Anzahl an schon vor einigen Jahren und jetzt noch mal stärker gewachsen herausragenden Forschungseinrichtungen, Fraunhofer, Max Planck, Helmholtz, Leibniz. Ihr habt die kurzen Wege eines Stadtstaates. Ihr habt hervorragende Forscherinnen und Forscher, ihr seid hochattraktiv für Studierende, ihr habt ein ökonomisches Umfeld aus den Wirtschaftsclustern heraus, aus vielen anderen Wirtschaftszweigen heraus, das ja geradezu einlädt anzudocken. Und was ihr nicht macht, ihr hebt dieses Potenzial nicht ausreichend. Und was ihr noch nicht macht, ihr kooperiert nicht ausreichend miteinander. Und das galt vor allem für die Universität, das galt aber auch fürs DESI, wohin wir gleich noch kommen, aber auch für die vielen anderen Einrichtungen. Und dann haben wir gesagt, daraus kann man doch was machen, daraus kann doch was Großes entstehen, weil der Wissenschaftsrat uns gesagt hat, ihr schöpft das Potenzial nicht aus, ihr bleibt weit hinter euren Möglichkeiten, vor allem weil das Thema Netzwerke und Kooperationen noch nicht so läuft, wie es eigentlich laufen müsste. Und wir haben überlegt, wie gehen wir damit um? Die Universität hatte sich schon auch auf den Weg gemacht, sehr selbstbewusst zu sagen, wir wollen unseren Hut in den Ring werfen, wir wollen dabei sein, wenn es darum geht, dass die besten Themenfelder, die sogenannten Exzellenzcluster, im nächsten Wettbewerb dabei sind. Und wir sind so selbstbewusst zu sagen, dass wir uns zutrauen, mit den Stärken, die wir haben, auch tatsächlich ein exzellenter Standort in einem sehr, sehr harten Wettbewerb um Exzellenzstandorte, Exzellenzuniversitäten in Deutschland zu werden. Und gleichzeitig haben wir, und das ist immer meine erste Assoziation, wenn ich an die Science City denke, jetzt Science City, vor einigen Jahren erstmal noch Forschungscampus Bahrenfeld, immer eine Situation gehabt, wo jedes Mal, wenn ich auf dem Campus war, eine neue Baustelle da war. Man fuhr auf den Campus rauf und sagte, wieso endet denn hier der Weg? Oder ist schon wieder ein neues Gebäude entstanden, fuhr einen anderen Weg und merkte, da ist auch wieder ganz viel Aktivität, immer gepaart mit einem, was ich bis heute faszinierend finde. Und immer, wenn ich gefragt werde, was ist der tollste Ort in Hamburg oder der spannendste Ort in Hamburg, ich antworte meistens mit Science City oder damals Forschungscampus Bahrenfeld, weil ich vom ersten Moment an die Internationalität, die vielen Sprachen, die unterschiedlichen Disziplinen dort auf dem Campus absolut faszinierend gefunden habe, gepaart eben mit der Aktivität, es entsteht Neues, es entwickelt sich weiter. Ich habe dort die Talente, ich habe die Infrastrukturen und ich habe dort die Ansätze gesehen für Kooperation. Und so hat sich das relativ schnell über die letzten Jahre weiterentwickelt, dass wir gesagt haben, das, was dort eigentlich über Jahrzehnte entstanden ist, mit dem DESI als Kern. Ich habe noch mal geguckt, wir haben vor 2-3 Jahren haben wir 60-jähriges Jubiläum gefeiert. Das heißt, das DESI ist dort seit 1959 und noch mal als Hardcore-Grundlagenforschungseinrichtung auf den Weg gebracht. Und wenn Sie sich jetzt angucken, wie es sich weiterentwickelt hat, dann ist das schon einigermaßen spektakulär. Hier haben wir noch einmal ein Überblicksbild, damit Sie sich auch orientieren für diejenigen, die ganz wenig bisher zu tun hatten mit der Frage, wo entsteht eigentlich die Wissenschaft von morgen? Was sind die Zukunftsorte in unserer Stadt? Denn sind Sie da im Altonaer Volkspark und Sie haben ganz viele rote Punkte, das sind die, die schon da sind, die schon bestehen. Und dann haben Sie noch die, hier ist das noch mal ein bisschen besser aufgezeigt. Hier haben Sie das, was schon da ist, das sind die blauen. Und Sie haben das, was in den nächsten Jahren dazukommen wird, das sind die roten Vierecke, die Sie da sehen. Und
das macht es für mich so spannend, hinzugucken, dass wir hier ein Stadtentwicklungsprojekt haben, das in mehrfacher Hinsicht eine Einzigartigkeit hat. Sie haben das erste Mal in der Geschichte Hamburgs die Situation, dass Wissenschaft zur Treiberin von Stadtentwicklung wird. Viele Wohnquartiere, die in den letzten Jahren in Hamburg entstanden sind, haben den Zweck verfolgt, möglichst viele Menschen auf möglichst kleiner Fläche unterzubringen. Und bei der Science City ist das grundlegend anders, weil es hier eine Idee gibt, die über die Bereitstellung von Wohnraum hinausgeht. Und zwar der Kern, der Nukleus ist eines neuen Quartiers, eines ganz neuen Stadtteils. Und zwar ein Stadtteil, der nicht am Reißbrett geplant wird oder wo man sich ein Blatt Papier genommen hat und gesagt hat, was könnte man sich denn vorstellen, sondern wirklich erstmalig in der Geschichte unserer traditionellen Handels- und Hafenstadt die Wissenschaft ins Zentrum geholt hat und gesagt hat, da haben wir etwas, was wirklich sonst keiner hat. Wir haben jetzt schon eine einzigartige Forschungsinfrastruktur mit den großen Anlagen, über die wir sicherlich auch gleich noch etwas intensiver werden diskutieren können. Und wir haben ein Areal, das gerade danach ruft oder schreit, entwickelt zu werden. Und wenn ich jetzt zum Ausgang zurückkomme, als ich sagte, der Wissenschaftsrat hat uns eigentlich die Hausaufgabe gegeben, was sich einfach anhört, rückt doch mal näher zusammen. Guckt doch mal, wo ihr Synergien entdeckt, wo ihr aber auch an den Grenzen der Disziplinen Reibung erzeugt, wo Neues entstehen kann, wo ihr gemeinsam eine Vision für euch und für den Wissenschaftsstandort entwickelt. Und deshalb komme ich wieder zurück, politische Rahmenbedingungen setzen, möglich machen, jeder guten Idee eine Chance geben und die Wissenschaft begleiten und vielleicht auch ein bisschen schubsen im ganz positiven Sinne, zu sagen, da kann was ganz, ganz Großes entstehen. Und das war von Beginn an mein Gefühl und vielleicht transportiere ich das auch entsprechend, meine Begeisterung, dass da wirklich was Großes entstehen kann. Und ich sage immer, die Reise in die Zukunft, die ist hier schon angefangen vor vielen Jahrzehnten, ist in der Gegenwart erlebbar und wird aber über die nächsten 20 Jahre aus dem, was jetzt schon da ist, einen Ort machen, den es wirklich weltweit kein zweites Mal gibt. Deshalb war ich, viele von Ihnen werden im Abendblatt diese Diskussion verfolgt haben. Es hat ein neues Papier gegeben. Es gab ja einige immer wieder über die letzten Jahre, getragen von dem Ziel, von dem Wunsch, zu sagen, Hamburg braucht den Strukturwandel. Hamburg muss umdenken und umschwenken, um eben das, was ich eben beschrieben habe, den zukünftigen Generationen einen guten Ort, einen guten Platz zum Leben hier zu hinterlassen und gleichzeitig Wohlstand und Wachstum und auch Wettbewerbsfähigkeit zu garantieren. Und eine These oder eine Zielsetzung war, Hamburg muss so werden wie Boston, weil es sehr ähnliche städtische Strukturen gibt. Ich hatte vor einigen Jahren die Möglichkeit, auch mit einer Wissenschaftsdelegation nach Boston zu fahren, um mir auch dort anzugucken, wie sich dort der Wissenschaftsstandort entwickelt hat. Und deshalb habe ich reagiert und gesagt, nein, Hamburg ist Hamburg an der Elbe und nicht Boston an der Elbe, weil wir nicht den Fehler machen dürfen, uns jetzt auf Entwicklung an anderen Standorten zu konzentrieren und das nachahmen zu wollen, sondern wir müssen uns auf unsere Stärken und die Entwicklungen, die wirklich herausragend gewesen sind in den letzten Jahren und ich sage bewusst Jahrzehnten, sowas ist immer ein mehrere Dekaden-Projekt und das wird es auch noch sein. Wir reden jetzt mit der Fertigstellung bis in die 40er Jahre, denken wir hinein, ist auf jeden Fall etwas, wo man guckt, was sind eigentlich unsere Stärken und unsere sogenannten Unique Selling Points. Und die haben wir definitiv dort. Das wird in Hamburg manchmal so ein bisschen unterm Radar wahrgenommen. Aber wenn man von außen aus den Forschungsgemeinschaften auf Hamburg blickt, und ich hatte Gelegenheit, sowohl mit Herrn Stratmann, dem Chef von Max Planck, wie auch mit Herrn Wiesler,
dem Präsidenten der Helmholtz-Gemeinschaft. Das ist ja die Trägerorganisation auch für das DESI und auch andere Einrichtungen, uns in der Stadt und in der Region zu sprechen bei der Eröffnung des Supercomputers Levante vor einigen Wochen und gefragt auf die Entwicklungen oder Bewertung der Entwicklungen in der Science City, sagte Herr Wiesler ganz unumwunden, und das musste er nicht tun. Er sagt, wenn ich darüber nachdenke, sowas gibt es im Moment deutschlandweit kein zweites Mal, und wenn ich noch länger darüber nachdenke, eigentlich auch nicht in Europa. Weil wirklich diese Einzigartigkeit aus einer gewachsenen, aus der Überzeugung der wissenschaftlichen Exzellenz in der Grundlagenforschung heraus gewachsenen Struktur, wie wir sie dort im Zentrum sehen, und das hat sich schon immer über die letzten Jahre stetig weiterentwickelt. Ich gehe auch gleich noch schlaglichtartig auf einige aktuelle Entwicklungen ein, damit Sie auch noch mal eine Vorstellung haben, dass da auch wirklich Bauwerke entstehen, die dann wiederum auch Leute hierher ziehen, die sagen, das kann ich nur hier, das kann ich nur in Hamburg. Dass das wirklich etwas ist, was seinesgleichen sucht. Und nun neigen wir in Hamburg ja in der Regel nicht zu Superlativen auf der einen Seite, und auf der anderen Seite sind wir ja oft sehr selbstzufrieden und sagen, naja, so wie es läuft, ist es doch eigentlich schon ganz gut. Wir sind doch wirtschaftlich erfolgreich. Wir haben hohe Steuereinnahmen. Wir haben eine sehr geringe Arbeitslosigkeit. Aber hier sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir, glaube ich, sehr viel stärker in die Zukunft blicken und gucken, was sind denn eigentlich die zentralen Herausforderungen, wo brauchen wir Lösungen, wo muss die Wissenschaft Antworten geben? Und nochmal, da kommen wir aus der Grundlagenforschung im Bereich der Physik. Und wenn wir gleich hinter die einzelnen Abkürzungen gehen und gucken, was sich dahinter eigentlich verbirgt, an verschiedenen Disziplinen, von der Chemie über die Biologie bis zur Medizin angefangen, dann sieht man, dass sich das DESI über die letzten über 60 Jahre so weiterentwickelt hat, dass wir schon längst nicht mehr bei der Grundlagenforschung sind, sondern inzwischen in der Anwendung angekommen sind. Wenn wir da oben uns die Startup Labs, die DESI Innovation Factory ansehen, den Tech Hub ansehen, dann sieht man in der Verlängerung, dass da ein ganz klarer Fokus jetzt liegt auf dem Attraktivsein für Unternehmen, kleine mittelständische, aber auch die Motivation auszugründen, aus der Wissenschaft heraus auszugründen. Und das schlägt eigentlich den Bogen von der Grundlagenforschung at its best über die Anwendungsorientierung hin zur gesamten Wertschöpfungskette. Das heißt, wir haben zum einen Wissenschaft als Treiberin von Stadtentwicklung. Die Science City vereint aber auch, was eben viel zu lange getrennt war, also Wohnen und Arbeiten. Denn wenn Sie jetzt auf die Trabrennbahn gucken, wo im Moment noch Konzerte stattfinden und selten noch Pferde traben, dann sehen Sie da ein großes Areal, auf dem 2500 Wohnungen entstehen sollen, plus Möglichkeiten, dort nochmal Lehre mit Forschung zu verbinden. Das sind also Wohnungen für Familien, die entstehen, aber natürlich auch studentisches Wohnen, Leben und Arbeiten an einem Ort, in einem Quartier, das aus der Wissenschaft heraus ein wissensbasierter Stadtteil zunehmend wird. Und man hört dann immer aus dem politischen Raum, ja, und wann geht denn das los? Ihr zeigt uns jetzt hier diese Grafiken, ich zeige auch heute wieder dieses Bild, um zu zeigen, das ist nicht die richtige Frage, wann geht es los? Es hat schon angefangen, es hat vor über 60 Jahren angefangen, und wir werden die nächsten 20 Jahre damit zubringen, wissenschaftliche Forschungseinrichtungen im Bereich des Technologietransfers und im Bereich der Ausgründung weiterzumachen. Wir werden Teile der Universität vom Campus in Eimsbüttel, und das ist im Bereich der Physik schon erfolgt, Chemie und Teile der Biologie werden nachziehen, auch dort andocken. Und wir haben natürlich dann Menschen, die sagen, das finde ich einfach spannend. Das finde ich spannend in einem Stadtteil, den es so noch nie gab und perspektivisch wahrscheinlich auch nicht wieder geben wird, zu sein, um über kurze Wege wohnen, leben, arbeiten, studieren
Forschen, Freizeit auf kleinstem Raum zu haben. Und das macht wirklich die Science City, wie ich sagen würde, zu unserem größten Innovationsprojekt in der Stadt. Ich sage nochmal ganz klar, es gibt auch andere Orte, wo sich viel entwickelt, wo sich ganz viel tut. Übrigens, der Hafen gehört in meinen Augen auch dazu. Ich bin keine, die sagt, jetzt voller Fokus nur dahin. Wir müssen natürlich gucken, wie Wissenschaft und dann auch der Technologietransfer zu einem modernen Hafen, der natürlich auch immer ein Stück weit das Herz Hamburgs und auch das Herz der Hamburger Wirtschaft ist, wie sich das weiterentwickelt. Aber natürlich sehen wir, dass Hafen auf einem alten Geschäftsmodell fußt. Und wir brauchen mehrere Standbeine, auch auf denen unsere Wirtschaft stehen kann. Wir brauchen Unternehmen, die in Zukunftsbranchen Weltklasse sind. Und die siedeln sich natürlich dort an, wo es aufregend ist, wo Neues entsteht. Und auch das ist dort. Also aus der Tradition der Grundlagenforschung heraus Studierende und Wissenschaftler dort anzusiedeln, in einem Maße, wie es auch bisher nicht der Fall gewesen ist. Ein Sicherheitsareal, diejenigen von Ihnen, die schon einmal dort waren, vorbeigefahren sind oder vielleicht auch schon auf dem Campus waren, wissen, dass der Campus im Moment umzäunt ist. Es ist ein Sicherheitsaspekt, der dort greift. Auch das wird eine Herausforderung sein, sich dann zu öffnen, also zu einem Stadtteil, dem dann wirklich alle gemeinsam leben, die Wissenschaft sich öffnet, die Forschung sich auch noch ein Stück weiter öffnet. Und deshalb finde ich das so spannend, dass eben nicht nur der Campus um Forschungseinrichtungen wächst, sondern auch um Orte, wo Startups aus der Forschung für sich, für ihr Ökosystem perfekte Ideen und auch Geschäftsmodelle finden. Und das, was vielleicht aktuell noch stärker in der Fachcommunity wahrgenommen wird. Ich habe eben Herrn Wiesler und Herrn Strattmann zitiert. Das sind jetzt fantastische Wissenschaftler und auch tolle Präsidenten ihrer Forschungseinrichtung. Aber das ist jetzt natürlich kein Thema, das ich jeden zweiten oder dritten Tag als Aufregerthema oder positives Thema auf den Titelseiten der Zeitung oder als Top-Nachricht im Radio oder Fernsehen oder auch digital verfolge. Aber eine kontinuierliche, eine nachhaltige Entwicklung, die ausgerichtet ist wirklich an der Idee, an der Vision, den Strukturwandel wirklich ganz, ganz bewusst entlang der Wissenschaft, der wissenschaftlichen Stärken auch befördern zu wollen. Das ist ganz wichtig und deshalb für mich das Innovationsprojekt in der Stadt. Ich glaube, perspektivisch kann die Science City genauso viel Strahlkraft entwickeln wie beispielsweise die Elbphilharmonie, wenn ich das einmal in Beziehung setze, obwohl solche Vergleiche natürlich auch immer schwierig sind. Und das Spannende, das habe ich ja eben versucht herzuleiten. Also von einem Grundlagenbereich hin, sich zu öffnen in viele andere Felder der Wissenschaft und dort nicht nur auf die Grundlagenforschung zu setzen, sondern auch einzuladen, sei es über die Großforschungsanlagen, aber dann auch die Ansiedlung über beschriebene Start-up-Labs beispielsweise oder Innovation Factory, dort teilzuhaben und die Innovationen auch selbst mitzugestalten. Ja, die Interdisziplinarität habe ich eben schon angesprochen. Für mich einer der Haupttreiber für Innovation. Auch da habe ich gelernt durch viele Besuche, dass der Austausch verschiedener Disziplinen, unterschiedlicher Perspektiven von den verschiedensten Wissenschaftlern natürlich auch sehr viel stärker dazu beiträgt, dass Reibung entsteht und Neues entsteht eben auch immer an den Rändern. Und die Logik des Aufbaus der Science City ist natürlich auch eine, wo man sehr nah auf engem Raum und auch gemeinsam Begegnungs-, Forschungs-, Lehrorten natürlich auch die Möglichkeit hat, eben diese Ideen gemeinsam weiterzuentwickeln. Ich sagte eben schon, die Entstehung, die Entwicklung liegt sehr, sehr weit zurück. Und die Science City, die wird 2 Jahrzehnte brauchen, um zu entstehen.
Aber das Gute auch hier im Gegensatz zu anderen Quartieren, anderen Stadtentwicklungsprojekten, es geht jedes Jahr voran. Und das kann man vielleicht, genau, das war noch mal ein bisschen, da kann ich nachher noch mal drauf zurückkommen. Das kann ich mal an ein paar aktuellen Projekten festmachen. Wir werden Ende diesen Jahres das Max-Planck-Institut für die Struktur und Dynamik der Materie eröffnen, auch mit neuen Laboren und eben der Herstellung mikroelektronischer Protonen. Viele, viele, viele Begriffe, mit denen Sie wahrscheinlich nicht allen vertraut sein werden. Das ist immer das Schwierige, wenn man über Science City spricht. Deshalb freue ich mich gleich sehr über die Wissenschaftler, die hier sitzen, die nochmal ein Feuerwerk zünden werden, die nochmal auf ganz andere Art und Weise erklären, warum dort die Forschung, auch die Grundlagenforschung so relevant ist, um nämlich perspektivisch wirklich Antworten geben zu können auf die Fragen Kampf gegen den Klimawandel, neuer Materialien, aber vor allem im Bereich der Gesundheitsforschung und der Therapieentwicklung. Versprechen wir uns dort wirklich in den nächsten Jahren unglaubliche Durchbrüche. Und Sie sehen, dass wir hier immer weitermachen, auch wenn die Trabrennbahn jetzt noch gar nicht bebaut ist oder freigegeben ist. Die Wissenschaft, die macht weiter. Wir haben gerade in der letzten Woche im Haushaltsausschuss der Bürgerschaft eine Drucksache durchgebracht, die Anmietung des Albert-Einstein-Rings. Das klingt jetzt erstmal mächtig unspektakulär. Da geht es um die Felder vor allem Computing and Data Science und Data and Computing in Natural Science. Das sind Räume, die gebraucht werden von der Universität, eben zum einen für diese Data-Fragen, zum anderen aber auch für die Ansiedlung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unserer Exzellenzcluster. Wir haben ja 4 an der Zahl und davon 2, auch für diejenigen, die das nicht wissen, was einigermaßen bemerkenswert ist. Herr Louis sitzt ja hier und ist gleich mit auf dem Podium. 2 in der Physik. Alle haben uns abgeraten, auch der Universität, ehrlicherweise haben wir auch der Universität damals abgeraten, gesagt, macht das nicht, ihr kannibalisiert euch gegenseitig, geht doch nicht mit 2 Physikclustern in diesen hochkompetitiven Wettbewerb. Und dass die Universität Hamburg sich damit 2 durchgesetzt hat, das zeigt wirklich, dass wir da wirklich ein Niveau haben, das wahrscheinlich seinesgleichen sucht, auch in Deutschland. Klingt relativ unspektakulär, ist aber insofern spannend, als dass der Albert-Einstein-Ring, ich weiß nicht, wer von Ihnen mal da war, durchaus ein Gebiet ist, das man positiv erschließen muss, also um das mal ganz freundlich auszudrücken. Und umso toller, dass wir jetzt anfangen, das auch schon für Wissenschaft zu nutzen. Denn wir haben den Altonaer Volkspark gesehen. Wir wissen, dass die Entstehung der Science City Bahrenfeld auch reingreift in Lurup und in Stadtteile wie Lurup und Osdorf. Das ist also auch im besten Sinne dort Stadtentwicklung für die angrenzenden Quartiere und von daher auch ein weiterer ganz wichtiger Schritt, um das ganze Areal sukzessive für die Wissenschaft zu erschließen. Und die haben wir mit unserem städtischen Immobilieneinkäufer, mit dem LIG, gesagt, das reißen wir uns jetzt unter Nagel und das stellen wir dann der Universität zur Verfügung. Wir kommen gleich, das ist jetzt von mir ein Riesensprung, darüber reden wir wahrscheinlich gleich dann in der Diskussion, nämlich zur Frage, wie entwickeln wir uns jetzt auf dem bestehenden Campus weiter. Und da werben wir gerade ganz, ganz stark in Berlin, nämlich für das beste Röntgenmikroskop der Welt. Da hat jetzt jeder von Ihnen wahrscheinlich eine Assoziation, ach so ein Röntgenmikroskop. Kann ich mir das auf den Tisch stellen oder so? Nein, wir haben schon Petra 3, das ist ein großer Speicherring und wir wollen da einen weiteren qualitativen Sprung machen, der dann einzigartige Analysemöglichkeiten ergibt. Das wird im bestehenden Speicherring ausgeweitet und das für mich wirklich Spannende und Revolutionäre, das wird sicherlich gleich auch nochmal dargestellt, dass hier gesprochen wird,
von einer Demokratisierung der Synchrotronforschung, das heißt eine Öffnung nicht nur für die Spitzengrundlagenforscher, sondern auch für diejenigen, die sich mit ihrem Unternehmen und ihrem Projekt dort für Zeiten Beamlines dann bewerben. Das ist wirklich etwas, wo wir in Konkurrenz, in positiver Konkurrenz zu anderen Standorten weltweit stehen, ist allerdings ein Projekt, das 1 Milliarde kostet. Sie können sich vorstellen, dass in diesen Zeiten, in denen wir über Löcher stopfen und Hilfspakete und Energiepreisbremsen sprechen, das Thema von Investitionen in die Zukunft eins ist, dass wir wirklich jeden Tag einfordern müssen und auch immer wieder auf die Agenda der Bundesregierung setzen müssen. Ich bin zutiefst davon überzeugt und ich weiß, dass es viele Unterstützerinnen und Unterstützer gibt, die sagen genau das. Wir müssen auf der einen Seite aktuell helfen. Das gilt auch für unsere Hochschulen und Forschungseinrichtungen und ihre Verbräuche und ihre zusätzlichen Bedarfe. Es ist völlig klar. Aber nicht zu vergessen, in diesen Tagen und Wochen zu gucken, was sind eigentlich die Zukunftsfelder und wo müssen wir jetzt investieren in Köpfe und in Strukturen und in gute Rahmenbedingungen und auch Geschwindigkeit auf die Strecke bringen, um dann am Ende nicht im Wettlauf tatsächlich um die besten Lösungen und die besten Ideen aufs Abstellgleis gestellt zu werden. Und deshalb ist das ein Thema, das mich im politischen Raum gerade sehr beschäftigt, wo wir sehr eng auch mit dem DESI überlegen, was sind die nächsten strategischen Schritte, weil wir da natürlich ans Bundesministerium bis hin zum Bundeskanzler ran müssen, weil wir wollen das hier haben. Wenn wir es nicht haben, sind wir weiterhin gut. Aber wenn wir es haben, dann haben wir gegenüber anderen Standorten, die auch schon mit den Hufen scharen, einen unglaublichen Standortvorteil. Und dann komme ich ganz schnell wieder zurück zu diesen 3 bzw. 4 Punkten, die für mich eben eine kluge, visionäre Wissenschaftspolitik ausmachen. Wie kriege ich Talente und wie halte ich sie? Wie schaffe ich einzigartige Infrastrukturen, die wiederum Leute hierher ziehen, die andere wieder mitbringen? Und das merken wir gerade wie so ein Dominoeffekt, wer alles hierher kommt, weil er sagt, hier habe ich die besten Bedingungen und wie man darüber auch wieder stärker in Kooperation gehen kann. Also in diesem Dreieck plus die Rahmung bester eben politischer Rahmenbedingungen. Die haben Sie eben schon gesehen auf der Folie. Das wollte ich nur quasi Richtung Abschluss noch einmal sagen, dass wir hier verschiedene Transfer-Technologie-Anwendungsbereiche haben. Auch dazu werden wir sicherlich gleich noch einiges hören. Hoch erfolgreich. Ich glaube, wenn das DESI vor 10 oder 15 Jahren gesagt hätte, wir machen jetzt auch in Anwendung und laden Wissenschaftler ein oder laden Unternehmer ein, sich mit ihrer Idee auszuprobieren, hätten ganz viele gesagt, die DESI und Grundlagenforschung und Petra 3 und Flash und Hera und wie passt denn das zusammen? Und inzwischen, auch das steht dort, kann sich das DESI eigentlich vor Anfragen überhaupt nicht retten. Und man muss verweisen auf die nächste Aktivität und den nächsten Ort und den nächsten Raum, der dann geplant wird. Auch mitbekommen haben Sie wahrscheinlich unsere Beschlusslage zum Thema Quantencomputing. Das klingt auch erstmal sehr weit weg und sehr, sehr abstrakt. Aber hier geht es auch und mir fällt gerade selber auf, wie sehr und stark ich in Superlativen spreche, aber es gibt einfach rund um die Science City viele Dinge, die nicht nur diskussionswürdig sind, sondern superlativ verdächtig. Hier haben wir wirklich exzellente Standortvoraussetzungen, um im Quantencomputing an die Weltspitze zu kommen. Und das liegt nicht daran, dass wir morgens aufgewacht sind und gedacht haben, das wäre schön, wenn wir in dem Bereich mal aktiv werden würden. Hier haben wir wirklich den unschlagbaren Vorteil, dass wir seit vielen Jahren auch aus der Stärke der Physik heraus mit Herrn Professor Senkstock und Herrn Professor Moritz zwei haben,
die fest davon überzeugt sind, dass bei den verschiedenen Wegen, die zu einem ersten echten Quantencomputer, der also jenseits des in Nutzung befindlichen IBM-Computers noch viel, viel größere Leistungen darstellen, die fest davon überzeugt sind, dass sie den Weg haben, dass sie sagen, über unseren Mechanismus, über unsere Berechnung kriegen wir das hin. Und wir haben gleichzeitig in Hamburg und diesmal über unsere Unternehmen wie NXP beispielsweise, aber auch über das DLR, einen weiteren Weg, also einen zweiten Ansatz, der nicht so wenig aussichtsreich ist, möglicherweise auch die Antwort zu finden für den ersten Quantencomputer. Und deshalb haben wir gesagt, das ist natürlich eine Risikoinvestition. Wir wissen nicht, ob es dazu kommt. Aber wir haben gesagt, wir wollen hier Geld in die Hand nehmen, um die Systeme zu stärken, Strukturen zu stärken und vor allem auch hier wieder Talente mit einer graduierten Schule beispielsweise, Talente nach Hamburg zu holen und sie dann auch hier zu halten, in diesem ja auch wieder hochkompetitiven Feld, aber gleichzeitig einem Feld, wo wir glauben, dass wir mit 10, 15 anderen Standorten weltweit wirklich die Möglichkeit haben, da zu reüssieren. Ja, wir haben aktuell einen Forschungsbau, der auf dem Weg ist, einen neuen Forschungsbau. Und genau, das ist nochmal ein bisschen aus einer anderen Perspektive, die Science City von oben mit dem, was da ist, mit dem, was hier über die Universität entsteht und dann mit dem ganzen Bereich Wohnen. Ja, ich würde an dieser Stelle schließen, nochmal sagen, dass ich wirklich zutiefst davon überzeugt bin, dass diese Idee aus einem wissenschaftlichen Kern, der exzellent ist, etwas entstehen zu lassen, was aus der Grundlagenforschung in die Anwendung bis zum Transfer geht und das in einem Stadtteil, in dem dann in 15 oder 20 Jahren Wohnen und Arbeiten, Forschen und Lehren wirklich auf kleinem Raum stattfinden kann, dass das eine wirklich starke und ich finde auch mutige Richtungsentscheidung gewesen ist. Ich danke auch all denjenigen, die vor dreieinhalb Jahren im Senat daran beteiligt gewesen sind, das mit unseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu entwickeln, diesen Mut aufgebracht zu haben, zu sagen, ja, das ist keine Tradition, aus der wir kommen, aber wir gehen jetzt als Hamburg mal diesen Weg und vielleicht ist das eine Blaupause, um zu gucken, wo und an welcher Stelle und wir haben so kleinere Kerne jetzt auch, die wir sehen, sei es in Harburg, sei es in Bergedorf rund um den Energiecampus, wir haben mit dem neu entstehenden Stadtteil Oberbillwerder die Entscheidung getroffen, dass ein Ankermieter dort die Gesundheitswissenschaft werden wird, der Hochschule für angewandte Wissenschaften, um eben auch aus der anderen Perspektive zu zeigen, hier kann das ein Motor für eine gute, für eine inklusive, für eine nachhaltige Stadtentwicklung werden. Wir haben also verschiedene Orte, wo Wissenschaft stärker auch zum Treiber für gute und kluge Stadtentwicklung wird. Aber dass wir aus einer bestehenden Struktur, die über Jahrzehnte gewachsen ist und wo Sie jetzt an einigen Beispielen gesehen haben, dass wir dabei sind und nicht warten müssen, bis die ersten Häuser gebaut werden, wo Leute einziehen, sondern dass wir über die Wissenschaft kommen, dass das wirklich etwas ist, von dem ich hoffe, dass es auch andererorts, wo die Regionen und Städte vor viel größeren Strukturwandelsmomenten stehen, dass sowas auch wirklich Schule machen kann. Und mit diesen Worten danke ich fürs Zuhören. Ist doch etwas länger geworden, als ich eigentlich wollte. Aber ich hoffe, da waren ein paar Ansätze dabei, die wir dann gleich auch fruchtbar in der Diskussion benutzen können. Vielen Dank. Ja, Frau Fegebank, darf ich Sie bitten, hier Platz zu nehmen und die anderen Teilnehmer des Podiums ebenfalls.
Frau Fegebank sitzt zwischen den beiden Veranstaltern. Mein Name ist Jürgen Lütje, Vorstand der Patriotischen Gesellschaft. Und Herr Fehrmann ist für den Verband der Familienunternehmer hier als Wissenschaftler, die am engsten mit diesem Projekt Science, die Bahrenfeld verknüpft sind, sind hier anwesend. Und wir danken für die Zusage, hier teilzunehmen. Professor Dr. Jan Luis, Vizepräsident der Universität Hamburg und Sprecher für Forschung und Sprecher des Exzellenzclusters Quantum Universe, der schon als einer der beiden Physik-Exzellenzcluster erwähnt wurde. Herr Dr. Reichert ist Projektleiter des Zukunftsprojektes Petra 4 und Sie werden sicherlich über die Bedeutung dieses Projektes, aber auch den Hintergrund Ihres Engagements dann einiges einbringen. Frau Fegebank, herzlichen Dank für Ihren sehr lebendigen, anschaulichen Vortrag, der deutlich gemacht hat, welchen Stellenwert die Science City Bahrenfeld für den künftigen Wissenschaftsstandort Hamburg schon hat, aber in Zukunft noch stärker erhalten wird. Und ich will das einmal an zwei Vergleichen deutlich machen. Wenn man über den bedeutendsten deutschen Wissenschaftsstandort Berlin spricht, kommt man gar nicht herum, Adlershof zu entwickeln, als einen Stadtteil, einen Ort, an dem ganz wichtige Entwicklungen vorangetrieben wurden und die das eigentliche Profil dieses Wissenschaftsstandorts wesentlich mitprägen. Wenn man an den zweiten bedeutendsten Standort München denkt, erwähnt man sofort Garching als einen Standort, der das Profil des Wissenschaftsstandorts München wesentlich geprägt hat. Und in 10 Jahren spätestens wird man, wenn man über den dritten bedeutendsten Wissenschaftsstandort in Deutschland, nämlich Hamburg, spricht, zweifellos die Science City Bahrenfeld erwähnen. Und ich würde gerne daran erinnern, wie dies begonnen hat. 1959 wurde an die Universität Hamburg ein Elementarteilchenphysiker Willibald Jentschke berufen aus den USA mit der Erwartung, dass er hilft, in Deutschland wieder eine international konkurrenzfähige teilchenphysikalische Forschung aufzubauen. Und Herr Jentschke hat damals hart verhandelt um eine Berufungszusage, die die Universität überfordert hat. Er wollte einen Teilchenbeschleuniger haben. Und das ist nicht so ganz billig zu haben. Überforderte die finanziellen Möglichkeiten der Universität eindeutig, aber auch die der Freien und Hansestadt Hamburg. Und dieses Projekt konnte darum nur mit Bundesbeteiligung finanziert werden. Und das ist der Grund, warum DESI als Tochter der Universität als eigenständige, rechtlich selbstständige GmbH gegründet wurde. In Hamburg wird DESI immer wahrgenommen als sozusagen das andere, die Universität und DESI. Das ist so nicht richtig. DESI ist eine Tochter der Universität und seit der Gründung von DESI hat sich eine so enge wissenschaftliche Symbiose zwischen DESI und Universität, vor allen Dingen Physik, später aber auch alle anderen naturwissenschaftlichen Fächer entwickelt, dass man diesen wissenschaftlichen Komplex eigentlich als beispielhaft für eine Kooperation zwischen universitärer und außeruniversitärer Forschung wahrnehmen und schildern muss. Diesen Hintergrund wollte ich gerne ergänzen zu dem, was Sie schon, glaube ich, aufgezeigt haben, hier einmal ansprechen. Und ich glaube, in dieser Kooperation, in dieser wissenschaftlichen Symbiose, und zwar nicht nur mit der Physik, sondern mit den anderen naturwissenschaftlichen Fächern und der Medizin, liegt das eigentliche Geheimnis dieses Wissenschaftsstandorts, dieses neuen Wissenschaftsstandorts Science City Bahrenfeld. Soweit eine kurze Einordnung aus meiner Sicht. Und ich würde jetzt gerne
Herrn Luis und Herrn Reichert bitten, einmal aus Ihrer Sicht zu konkretisieren, wo Sie die Besonderheiten dieses Standorts sehen. Herr Luis, mögen Sie anfangen? Mache ich gerne. Also ich bin selber Physiker und habe von Anfang an in Bahrenfeld geforscht. Ich bin 2003 gekommen, in Bahrenfeld geforscht. Und es ist eigentlich eben diese Verbindung, ich glaube, das ist die Entwicklung, die sich gezeigt hat, diese unglaublich clevere Verbindung zwischen auf der einen Seite Forschungsinfrastrukturen, wie wir das nennen, also Maschinen, mit denen man forschen kann, und der Forschung selber. Und das hat sich entwickelt über die Jahre und das ist immer sehr, sehr clever verzahnt worden. Und ich glaube, das war Teil des Geheimnisses. Die Universität und DESI haben da immer Hand in Hand gearbeitet und haben sich gegenseitig befruchtet, haben sich gegenseitig weiterentwickelt. Und deswegen ist heute ein solches Potpourri von verschiedenen Forschungsrichtungen entstanden. Und eigentlich ist mittlerweile, es hat angefangen mit der Physik, das war sehr monolithisch, sage ich jetzt mal. Und heute ist man aber eigentlich, ist man einen Schritt weiter. Wir gehen alle davon aus, und das passiert auch, dass viele der innovativen Ideen an den Schnittstellen der vormals traditionellen Disziplinen stattfinden werden, also Physik und Chemie, Physik und Biologie, Biologie und Chemie, eben an den Schnittstellen. Und genau das nimmt die Science City Bahrenfeld aus und entwickelt das. Und das ist, glaube ich, das irgendwie Spannende im Moment. Und jetzt, das ist eigentlich auch für mich als Mitglied der Universität, jetzt kommt dazu noch, dass wir die jungen Leute dahin holen, auch Studierende vom ersten Semester an. Das hat es bisher nicht gegeben. Und das wird wirklich auch den ganzen Charakter der ganzen Science City nochmal grundlegend verändern, wenn da 5000 Studierende rumlaufen und bisher ja nur Doktoranden hatten wir immer Forscherinnen und Forscher, aber ich glaube, das wird nochmal eine ganz andere Qualität geben und auch in diesem Leben und Arbeiten und Wohnen, da werden Studierende eine große Rolle spielen und das wird ein qualitativer Sprung sein, glaube ich. Jetzt habe ich schon viel zu lange geredet. Ja. Herr Reichert, Sie sind Projektleiter des Projektes Petra 4 und es wäre, glaube ich, gut, wenn Sie einmal konkretisieren würden für uns alle, welche Bedeutung dieses Projekt für die Weiterentwicklung dieser Science City und des ganzen wissenschaftlichen Komplexes um DESI herum hat. Ich würde gerne als Anstoß deutlich machen, DESI wurde gegründet als eine Einrichtung der Teilchenphysik. Wenn man heute nach dem Profil von DESI fragt, ist die Teilchenphysik immer noch bedeutend, aber nach Gründung von CERN als europäischem Teilchenforschungszentrum lief DESI Gefahr, sozusagen in die zweite Reihe zu rutschen. Und dann hat DESI einen genialen Schwenk hinbekommen, nämlich ein Abfallprodukt, der Teilchenphysik, nämlich die Strahlung, die von Teilchen ausgesandt werden, zum eigentlichen zweiten Gegenstand zu machen. Und es wäre schön, wenn Sie deutlich machen könnten, Herr Reichert, wie genial dieser strategische Ergänzung zur Teilchenphysik dann war, bis hin zu dem, was Petra 4 macht. Ja, vielleicht darf ich damit anfangen, dass ich bin Neu-Hamburger, bin gerade erst hierher gezogen als Projektleiter, experimentiere aber am DESI schon seit 1988, also noch länger als Herr Louis hier, und war auch in der Zwischenzeit immer jetzt in den letzten Jahren mehr auf Management-Ebene in die Aktivitäten bei DESI eingebunden. Und vielleicht mal einen großen Bogen schlagen darf, Sie haben es ja schon angesprochen, zunächst mal der Nukleus am DESI Campus war reine Grundlagenforschung. Das war die Hochenergiephysik oder Teilchenphysik, wie Sie es benannt haben. Aber dann mit dem Geniestreich, muss man fast sagen, sehr, sehr früh anzufangen, das, was als Abfallprodukt damals angesehen worden ist und eigentlich als lästiges Beiwerk von diesen Beschleunigern, so auszubauen, dass man tatsächlich was damit anfangen kann. Und das war ein über die Jahre, wenn man es jetzt mal über die Jahrzehnte mit einem großen, weiten Vogelblick anschaut, ein genialer Streich und hat DESI letztendlich in den letzten 20 Jahren
komplett verändert. Wenn Sie heute aufs DESY-Gelände kommen und schauen, was wir für Großgeräte betreiben, die sind also alle ausschließlich für Synchrotronstrahlung, also für die Erzeugung von hochenergetischem Licht, mit dem wir dann tausende von Experimenten machen, da. Wir haben heute keine großen Maschinen mehr für die Teilchenphysik. Das war ein Transformationsprozess, der sich über 20 Jahre abgespielt hat. Und was wir heute sehen, ist der nächste große Transformationsprozess. Und dafür ist Petra 4 das Kernstück. Was wir mit Petra 4 vorhaben, ist, der Ausdruck ist vorher schon mal gefallen, Demokratisierung von Spitzenforschung. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie heute ans DESY kommen und dort experimentieren wollen, müssen Sie ein Experte sein. Sie müssen genau wissen, was Sie wollen. Und Sie sind selber dafür verantwortlich, die Experimente, die Sie durchführen wollen, aufzusetzen. Also Sie müssen sich das selbst überlegen, wie Sie ein Problem, das Sie haben, mit den Werkzeugen, die wir zur Verfügung stellen, lösen können. Das heißt, Sie müssen Experte sein. Sie brauchen oft jahrzehntelange Erfahrung, um sowas nutzen zu können. Und der große Transformationsprozess, den wir mit Petra 4 jetzt vorhaben, ist, dass wir das so öffnen, dass Nicht-Experten oder Leute, die mit Physik jetzt wirklich gar nichts am Hut haben, aber ein Problem haben, das man mit den Werkzeugen lösen kann, die wir zur Verfügung stellen, zu uns kommen können und diese Probleme lösen. Herr Fehrmann weiß das. Er ist einer unserer, so wollen wir nennen, das First Movers. Wir versuchen da jetzt mit verschiedenen Industriezweigen, die zum Großteil Probleme hat, die wir lösen können, die aber von den potenziellen Anwendern nicht bei uns aufs Gelände gebracht werden können, so dass sie das von selber lösen können. Und das ist der große Transformationsprozess, der jetzt ansteht und wofür wir Petra 4 brauchen. Petra 3 ist eine leistungsfähige Maschine, stellt aber die Infrastrukturen, um dieses Ziel zu erreichen, nicht zur Verfügung. Vielen Dank. Herr Fehrmann, Sie sind schon angesprochen worden, sitzen hier auf dem Podium als Vertreter des Verbandes der Familienunternehmen und damit selbstverständlich mit wirtschaftlichen Erwartungen an die Entwicklung der Science City Bahrenfeld. Könnten Sie jetzt das, was die beiden Wissenschaftler sozusagen aufgezeigt haben, einmal vor dem Hintergrund Ihrer Erwartungen, Ihrer wirtschaftlichen und Transfererwartungen spiegeln und daraus vielleicht noch weitere Fragen ableiten? Ja, gern. In der Tat habe ich hier diverse Rollen. Insofern bin ich da durchaus ein bisschen Insider. Also zuallererst, glaube ich, ist es auch wichtig zu betonen, dass die Familienunternehmen massiv unterstützen, in welche Richtung Hamburg geht. Nach Jahrzehnten der Visionslosigkeit, so kann man das sagen, haben wir jetzt plötzlich so viele Visionen, dass wir uns jetzt auch noch gar nicht wissen, wie die über uns hereinbrechen jetzt. Und zum Glück gilt, dass der sonst geschätzte Helmut Schmidt das Sprichwort nicht, wer eine Vision hat, soll zum Arzt gehen. Im Gegenteil, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir eine Vision haben oder sogar vielleicht sogar mehrere, wenn man auch noch Wasserstoff sich anguckt daneben. Insofern ist diese Entwicklung extrem stark. Sie ist insofern auch richtig, weil sie auch auf wissenschaftlicher Expertise und auf den Studienergebnissen beruht. Und sie baut auf unseren Stärken auf. Und das ist das Wichtige. Es macht in der Tat überhaupt keinen Sinn, einem faszinierenden Boston nachzueifern, wo Harvard 40 Milliarden an Vermögen verwaltet und Dinge machen kann, die wir, also bei aller Wertschätzung für ihre Universität, sie wahrscheinlich nicht übermorgen hinkommen werden, weil sie die Freiheiten gar nicht haben, sondern dass wir unseren eigenen Weg gehen, der auf Stärken basiert. Wichtig und ganz zentral ist, glaube ich, dass wir diesen Aufbruch nicht zu früh abbrechen. Hamburg wird ja häufig so ein bisschen als die schlafende Schöne charakterisiert und manchmal gefallen wir uns ja auch so ein bisschen darin. Sie, Frau Fegebank, hat es auch gesagt, es gibt einige, die auch eigentlich sagen, ist doch eigentlich alles gut hier. Und das ist mitnichten, weil wir seit Jahren Hamburg im internationalen Wettbewerb absteigt und wir diese Potenziale heben müssen. Es ist also keine Wahl oder kein Goodie, das zu tun, sondern es ist tatsächlich absolute Notwendigkeit.
Und für uns als Unternehmen und Unternehmerinnen und Unternehmer ist es von entscheidender Bedeutung, dass wir nicht zu früh aufhören und dann uns laben an einem tollen Projekt. Herr Reichert weiß, dass wir auch manchmal kritisch uns anschauen und sagen, ja, was machen wir denn jetzt damit? Und das Entscheidende ist, dass wir diese herausragende Forschung und auch diese Forschungswerkzeuge, die wir in die Hand bekommen, dazu nutzen, um sie zu Wertschöpfung zu machen. Und das heißt, sie in dieser Transfer oder beziehungsweise eine Verwertung zum Nutze der Gesellschaft für Wohlstand auf diversen Ebenen umzusetzen. Und da ist es für uns von ganz zentraler Bedeutung, dass wir eben nicht aufhören und sagen, so, das stellen wir jetzt bereit und dann warten wir mal, wer schon kommt. Natürlich hat das Sogeffekt. Sondern dass wir das ganz zu Ende denken und die Puzzlestücke zusammenbringen. Denn wir haben auf der einen Seite exzellente Wissenschaft und Forschung, aber wir haben in Hamburg auch exzellentes Unternehmertum. Denn Hamburg ist die Familienunternehmerhauptstadt Deutschlands und der Wohlstand, den wir uns hier sehr wohlfühlen, der ist über Jahrhunderte durch ganz umtriebige Unternehmerinnen und Unternehmer gewachsen. Und dies zu verzahnen und in einem Freiraum oder vielleicht auch die Unternehmerhauptstadt Europas zu werden und nicht nur eine Forschungshauptstadt Europas zu werden, das ist etwas, wo ich mir noch mehr Aktivität, Aktion wünsche, gleichwohl wissend, dass hier auch viele Unterstützer auf der Bühne sind. Frau Fegebank, darf ich den Punkt Ihnen gegenüber einmal als Frage formulieren? Gibt es ein Konzept des Senats, wie beispielsweise in der Science City Bahrenfeld die beiden Typen unternehmerischer Tätigkeit, entweder Start-up als Neugründung oder aber die Ansiedlung schon existierender Firmen gezielt gefördert werden sollen? Ja, klar. Ich habe ja eben auf der einen Folie auch drei konkrete Orte schon skizziert, von denen anderthalb ja schon bestehen und wir weitergehen, auch am Vorhornweg, um diese gesamte angesprochene und ja auch von allen geteilte Wertschöpfungskette wirklich voranzubringen. Aber jenseits der Orte und Gebäude ist natürlich so ein Mindset auch ganz wichtig. Und da spielt uns, glaube ich, in die Hände, dass sowohl die Erwartungshaltung aus der Wirtschaft, Familienunternehmen, Kammern mit Blick auf die Wissenschaft ganz stark gewachsen ist in den letzten Jahren. Und genauso, und das haben Herr Louis und Herr Reichert ja eben auch ganz eindrücklich beschrieben, nun mag der Begriff der Demokratisierung von Grundlagenforschung oder eben der Synchrotronforschung jetzt auch für viele erstmal abstrakt sein, aber die Idee dahinter ist ja die eigentlich wichtige, nämlich auch sich zu öffnen. Wie lange waren diese beiden Bereiche einfach stark versäult und von Vorbehalten gegenüber dem jeweils anderen geprägt, der Elfenbeinturm, der sich überhaupt nicht interessiert für die Dinge, die da draußen eigentlich zu lösen sind und auf der anderen Seite die Wirtschaft, die immer nur aus so einer Verwertungslogik heraus auf die Wissenschaft guckt. Ich erinnere mich, Herr Louis, in eines unserer ersten Gespräche, ich glaube, wir waren in Israel, als es auch darum ging, wie öffnet sich eigentlich auch Grundlagenforschung? Ich weiß noch, wie stark Sie damals gefremdelt haben. Sie haben gesagt, ja, das ist richtig, diesen Weg zu gehen, aber ich bin doch Grundlagenforscher. Und diese Entwicklung, die haben wir, glaube ich, ganz gut aufgegriffen, obwohl ich sagen muss, wir haben an vielen Stellen natürlich auch noch auf noch Luft nach oben. Ich werde dann immer gefragt, was sind denn die Orte, was sind denn die Plattformen, wo man sich begegnet, wo man ein bisschen auch seine Berührungsängste abbauen kann. Denn ich glaube, Herr Fehrmann, wenn Sie jetzt in den Verband, Sie sind sehr kommunikativ auch in den Verband hinein, aber wenn Sie jetzt sagen, jetzt fahrt mal alle in Richtung Science City und guckt mal, wie ihr eure Produkte verbessern könnt oder euer Sortiment noch ausweiten, werden ganz viele sagen, oh, und dann treffe ich da auf die Grundlagenforscher und dann stehe ich da vor diesen beeindruckenden, milliardenschweren Maschinen. Und also wir brauchen Übersetzerinnen und Übersetzer. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, immer noch zwischen den verschiedenen Sphären. Und dafür entstehen
zunehmend mehr Angebote. Wir haben ja auch das Thema regionale Innovationsstrategie. Das haben bei uns die Wirtschaftsbehörde und meine Behörde auch zusammen mit Schulbehörde und Senatskanzlei entwickelt und auch vielen Stakeholdern, die sich daran beteiligt haben, um auch das Thema, was ist eigentlich Innovation? Und kein verengter Innovationsbegriff, sondern einer, der auch auf ja, gesellschaftliche Veränderungen, soziale Innovationen und so weiter setzt, für viele auch Andockpunkte zu finden. Und auch das ist ja faszinierend, das wissen viele, glaube ich, nicht. Ich sprach ja eben von 4 Exzellenzclustern, 2 in der Physik. Wir haben aber auch ein Exzellenzcluster aus den Geisteswissenschaften heraus, wo die vielen kleinen Fächer sich zusammengeschlossen haben. Understanding Written Artifacts, also Manuskriptkulturen, wo wir auf beeindruckende Weise weltweit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben, die Kulturgüter retten, aus Krisen, aus Kriegsgebieten, vor Überschwemmungen, also Naturkatastrophen und die in ihre, ja, in ihrer ursprünglichen Substanz erhalten, teilweise aber auch Jahrhunderte alte, unterschiedliche Schriftstücke, teilweise Steine und so weiter, wo man gar nicht mehr weiß, was stand da eigentlich mal. Und aus dem DESI heraus ist eine kleine Anlage gebaut worden, die man mobil jetzt mit zu allen Forschungstrips und dann den Gesprächen mit den dortigen Regierungen mitnehmen kann und sagen kann, hier, wir analysieren das hier vor Ort mit euch. Das heißt, auch da in einem Feld, von dem man vielleicht vor ein paar Jahren gesagt hätte, was haben die denn miteinander zu tun, Sinologie und Teilchenphysik oder Chemie, bioorganische Chemie, dort trifft man sich. Und darum wird es aber die nächsten Jahre gehen. Weiter Mauern einzureißen, Sphären zusammenzuführen und einfach den Dialog zu befördern. Denn da bin ich mir hundertprozentig sicher, entsteht auch ganz, ganz viel Neues. Aber wir brauchen Leute, die diese Übersetzung hinkriegen und auch dazu beitragen, dass einfach diese Barrieren abgebaut werden. Herr Reichert, darf ich Sie bitten, einmal am Beispiel Petra IV deutlich zu machen, wo es aus der Arbeit von Petra IV solche praktischen Anwendungs- bis hin zu Verwertungsmöglichkeiten denkbarerweise geben kann. Also Petra 3 zum Beispiel ist eine Strahlenquelle, die hochleistungsfähig ist, die man in 2 Dimensionen fokussieren kann. Mit Petra 4 wird man 3-dimensional fokussieren können und damit einen richtigen qualitativ neuen Schritt in der Beobachtung oder Abbildung von subatomaren und molekularen Prozessen haben. Wohin kann das in der praktischen Anwendung führen? Ich fange vielleicht am besten mal an mit einem Beispiel, das Sie alle kennen, die Entwicklung des Corona-Impfstoffs, die mRNA-Technologie, die da dahinter steht. Das ist eine Technologie, die ist im Grundsatz schon vor vielen Jahren entwickelt worden. Es hat dann lange gedauert, bis man sie anwendungsreif gemacht hat. Und sie war dann glücklicherweise bei Ausbruch der Pandemie als Technologie vorhanden. Was nicht vorhanden war, ist das Wissen, wie man das Ganze konkret in einen Impfstoff verpackt. Also wie sie das in den Körper bringen und so, dass es dahin gelangt, wo es hinkommen soll und nirgends sonst und auch sonst keinen Schaden anrichtet. mRNA für sich selbst ist im Körper extrem instabil. Also wenn Sie das einfach so injizieren würden, es wird sofort abgebaut. Ja, damit können Sie keinen Impfstoff herstellen. Die Kunst ist es, so zu verpacken, und zwar wird es in kleine Nanovesikel verpackt, die relativ kompliziert aufgebaut worden sind. Und auch da steckt mindestens ein Jahrzehnt an Grundlagenforschung dahinter, die von BioNTech bei Petra 3 gemacht worden ist. Ja. Ja? So, am Ende, wenn Sie es dann brauchen und Sie nehmen alle Teile zusammen, kriegen Sie dann relativ schnell, wenn alles zusammenpasst, etwas, was unmittelbar in die Anwendung gehen kann. So, das ist jetzt ein Beispiel, von dem wir zugegebenermaßen an Petra 3 nicht allzu viele haben. Und es liegt daran, dass Petra 3 nie dafür gedacht war, anwendungsnahe Forschung direkt mit der Grundlagenforschung zu verzahnen. Petra 4 wird von Anfang an so geplant, dass das stattfinden soll. Wir fangen jetzt bei Petra 3 an, Pilotprojekte zu machen mit Industrieunternehmen, die
willens sind, sich auf so einen Veränderungsprozess einzulassen. Also das erfordert immer Partner von beiden Seiten, die aufeinander zugehen. Also auf der einen Seite die Forschung, auf der anderen Seite die Anwender. Ja, die müssen also beide sich zusammen bewegen. Auch, das ist auch für Unternehmen ein großer Schritt, wie Sie es vorher schon gesagt haben, sich auf so eine Großforschungseinrichtung einzulassen. Ja, die Terminologie, wie die Leute sprechen und arbeiten, ist zum Teil ganz anders. Die Arbeitskultur ist anders. Da muss man erstmal zusammenfinden und man braucht Mediatoren, um das zu machen. Wenn Sie sich anschauen, was wir an diesen Großforschungseinrichtungen machen, das sind auch riesengroße Ausbildungsbetriebe. Wir haben über die Jahrzehnte Tausende von jungen Forschern, Spitzenforschern ausgebildet, von denen 90% in die Industrie gehen. Das Ziel ist jetzt, dass wir werden das weiterhin machen, aber das Ziel ist, dass wir einen Teil dieser Kohorte als Mediatoren zwischen der Grundlagenforschung und den Anwendern behalten. Also statt sie einfach abzugeben in die Anwenderschiene und nie wieder mit ihnen zu wechselwirken, sozusagen einen gewissen Prozentsatz bei uns in der Mitte zu halten, die diesen Mediatorenfunktion wahrnehmen können. Und das wird von Anfang an in das Konzept von Petra 4 mit eingebaut. Also die Ausbildung der nächsten Generation von Spitzenwissenschaftlern, die sich willentlich an diese Schnittstelle begeben und dort bleiben wollen. Sehen Sie auch Anwendungsmöglichkeiten beispielsweise im Bereich Elektromobilität, Entwicklung von neuen Batterietechnologien? Sehen Sie Anwendungsmöglichkeiten in dem viel diskutierten Feld Wasserstoff als Energieträger? Das sind Kernthemen bei uns. Die Energietransformation ist etwas, was wir mit den Werkzeugen, die wir haben, optimal untersuchen können. Sie müssen sich vorstellen, wir haben hier eine Lichtquelle, jetzt muss ich ein kleines bisschen technisch werden, mit einer Wellenlänge, die auf dem atomaren Abstand liegt, die aber eine hohe Durchdringungskraft hat. Das heißt, Sie können abbilden von der atomaren Skala bis auf die Skala, wenn Sie wollen, auf Meterskala. Und wir haben Instrumente gebaut, mit denen Sie heute Bildgebung machen können, die also von der Meterskala runter auf ein einzelnes Atom geht. Ja, wenn Sie das auf die Biologie übertragen, Sie können Bildgebung heute machen von der Skala eines menschlichen Körpers und runterzoomen auf die einzelne Zelle, und innen rein. Ja? Dazu brauchen Sie Lichtquellen, wenn Sie das routinemäßig machen wollen, die, wie wir es jetzt planen, ungefähr ein Faktor 100 bis 1000 besser sind als das, was wir heute haben. Und das ist exakt, was Petra 4 liefern kann. Wir können solche Experimente zum Teil heute schon machen, aber wir bezeichnen das immer als heroische Experimente. Sie machen ein Experiment in 5 Jahren und Sie brauchen ein Team, das jahrelang darauf hinarbeitet. Damit können Sie aber nicht in die Anwendung gehen. Wenn Sie das in die Anwendung bringen wollen, müssen Sie es so umsetzen, dass es leicht anwendbar ist, also es muss automatisiert werden und es muss schnell gehen. Also Sie können kein Problem, weil eine Industriefirma, die ein Problem hat und eine Lösung braucht, die kann keine 5 Jahre warten, bis dahin sind sie vom Markt verschwunden. Ja? Für die müssen wir Strukturen bereitstellen, dass ein Experiment innerhalb von Wochen gemacht werden kann und nicht in Monaten oder Jahren. Das ist auch wieder das Kernstück für das Petra 4-Projekt. Deswegen bezeichne ich das als Transformationsprojekt. Wir werden die Art und Weise, wie Großforschungsanlagen arbeiten, mit Petra 4 revolutionieren. Ich bin mir sicher, das wird ausstrahlen, nicht nur deutschlandweit, sondern auch europaweit, und das wird auch kopiert werden. Herr Lewis, wir haben jetzt mal auf das Transfer- und Anwendungspotenzial geblickt. Als Sprecher des Clusters Quantum Universe sind Sie stärker auf der Seite der Grundlagenforschung. Und ich fände es spannend, wenn Sie uns einmal an einigen wenigen Beispielen deutlich machen würden, welche neuen Horizonte in der Grundlagenforschung eigentlich in der Science City Bahrenfeld eventuell aufgestoßen werden. Also ich will mal 2 Stichworte nennen. Offenbar spielt Wasser im Universum eine ganz zentrale Rolle, die noch nicht geklärt ist. Und damit scheint sich
die Physik, aber auch die Naturwissenschaften in Bahrenfeld speziell zu beschaffen. Oder es gibt wohl ein hypothetisch vermutetes Teilchen, das Axion, das sozusagen noch nicht bisher genau definiert werden kann oder so, aber das in dem physikalischen Weltbild unter Umständen eine ganz große Rolle spielen kann. Gibt es weitere solche Beispiele und können Sie uns an diesen Beispielen mal deutlich machen, welche Fragen der Grundlagenforschung dort in Bahrenfeld dann künftig bedacht werden und analysiert werden? Das ist schon richtig. Ich bin sehr viel weiter auf der Grundlagenforschungsseite und mir fällt es dann immer ein bisschen schwer, die Anwendungen zu erklären. Aber ohne Grundlagenforschung geht es tatsächlich nicht. Max Planck hat vor 120 Jahren die Quantentheorie angestoßen und das alles, was wir heute an Technologie haben, basiert im Grunde auf der Quantentheorie. Insofern ist es das ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit. Ich komme tatsächlich aus der Teilchenphysik, das ist eben die ureigenste Disziplin da in Bahrenfeld und wir sind insofern, haben es ja verbunden mit Fragen nach dem Ursprung des Universums und da zeigt sich eben, dass Teilchenphysik und das Schauen in den Kosmos oder zum Urknall zurück, also dass das eine ganz enge Verbindung hat. Und daran arbeiten wir. Da ist jetzt die Frage, was können wir damit machen in der Zukunft? Das ist eben aber natürlich ein Schritt zu weit vor und zu sehr grundlagenorientiert. Aber ganz, ich würde sagen, zwei Sachen, die wir unbedingt sofort festmachen können, ist einmal diese Benutzung von diesen sehr großen Maschinen, Sie haben es erwähnt, die waren sind teuer am Anfang und die kann man nur betreiben, wenn man zusammenarbeitet. Und deswegen haben die Teilchenphysiker wahrscheinlich eher als alle anderen diese großen, weltumspannenden wissenschaftlichen Kollaborationen ins Leben gerufen, weil man es nur noch wirklich zusammen hat machen können. Und davon profitiert natürlich die ganze Wissenschaft, davon profitiert auch die Politik, weil immer wieder dieser Aspekt der Völkerverständigung da eine große Rolle gespielt hat. Das ist für mich immer ein ganz wichtiger Aspekt gewesen. Der zweite ist, dass das eben sehr datenintensive Forschung ist. Das heißt, wir haben immer mit einer großen Menge von Daten zu tun, die verarbeitet werden müssen. Und da vorne sitzt mein Kollege aus der Informatik, der Herr Stiel, der hört es nicht gerne, aber die Physiker haben eben da damals das Internet erfunden, um die Kommunikation, um den Weltglobus aufrechtzuerhalten, mussten sie ein Instrument empfinden und das war das Internet. Ich war damals ganz nah dran, ich habe mit den Kollegen, die das erfunden hat, am Mittagstisch gesessen. Ich habe kein Wort verstanden in den 90ern, wirklich gar kein Wort. Und wenn ich was verstanden habe, hat es wie Science Fiction geklungen. Heute ärgere ich mich, hätte ich mich ein bisschen genauer hingehört, hätte ich wahrscheinlich sehr viel Geld verdienen können heute. Ich bin jetzt ein bisschen abgedriftet in die Richtung, aber das ist auch nach wie vor heute die Ausbildung junger Leute mit datenintensiver Forschung. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Element und das machen wir beide. Aber das ist natürlich auch was, wo sich gerade auch die Hamburger Unternehmen immer wieder, viel oft rede ich mit denen und die möchten eben gerne mehr Informatiker ausgebildet haben und ich sage immer, Freunde, nehmen Physiker, die können das viel besser. Und da sind die aber noch nicht so richtig hier. Bevor ich gleich in die Publikumsdiskussion überleite, würde ich Sie gerne noch fragen, Frau Fegebank. Die Wissenschaft steht im Augenblick auch an einer Zeitenwende. Ich brauche nur die Stichworte zu erwähnen, Energiepreissteigerung, etwas, was für eine so energieintensive Einrichtung wie DESI und die Anlagen drumherum existenziell bedeutsam ist, Inflationsrate, die weit oberhalb der Raten liegt, die in den bisherigen Planungen des Senats für die Hochschulverträge ins Auge gefasst wurden, Tarifsteigerungen, die mit großer Wahrscheinlichkeit die öffentlichen Haushalte sprengen werden. Was bedeutet diese Zeitenwende, diese Entwicklung für die Wissenschaft in Hamburg und
die Entwicklung der Science City in Bahrenfeld. Hat der Senat da schon Konzepte? Wie wird das im Senat diskutiert? Ja, also optimistisch kann ich sagen, wir machen weiter. Also wir haben das Ziel klar vor Augen. Ich habe ja eben auf 2 oder 3 Folien gezeigt, welche ganz aktuellen Entscheidungen wir in dieser schweren, wirklich für alle wahnsinnig herausfordernden Krisenlage getroffen haben. Stichwort Quantencomputing, Stichwort Anmietung, Stichwort Fortsetzung der Forschungsbauvorhaben. Und das haben wir auch schon die letzten 2 Jahre vielleicht eher unbemerkt der Öffentlichkeit, weil alle sehr stark fokussiert waren auf Pandemiebekämpfung und jetzt natürlich überlagert der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine auch tatsächlich alles. Aber mir ist das schon Anliegen, noch mal zu sagen, und ich habe es eben auch versucht zu transportieren. Ja, wir müssen jetzt gucken, wo wir in Schieflagen geraten durch die Decke gehende Inflation, durch extrem steigende Energiekosten, durch Preissteigerungen aller Orten. Das müssen wir. Das betrifft aber ja alle Bereiche. Da ist ja die Wissenschaft kein Ausnahmebereich. Also wir haben Tarifsteigerung, Inflationssteigerung, die machen natürlich vor der Wissenschaft keinen Halt, aber auch vor keinem anderen Bereich, sodass das natürlich die Diskussion darüber, wie fangen wir das auf, wie schaffen wir Ausgleichsmechanismen, das ist etwas, was in Hamburg, aber auch in den anderen Bundesländern auf Bundesebene gerade alle bewegt und beschäftigt. Ich war Ende letzter Woche 2 Tage bei der gemeinsamen Wissenschaftskonferenz. Da kommt der Bund, die Bundesministerin mit den 16 Länderministerinnen und Ministern zusammen. Und da haben wir sehr intensiv auch vor allem über die Energiefrage gesprochen. Und ich bin sehr dankbar, und das war durchaus eine Anstrengung, wenn ich das sagen darf, dass wir sowohl die Forschungseinrichtungen in den Nothilfefonds gebracht haben, dass wir bei der Notfall mit 500 Millionen Euro, da könnte ich mir auch vorstellen, dass da vielleicht dann nochmal, wenn das ausgeschöpft ist, nachgesteuert wird, dass die Dezemberzahlungen oder dieser Notfallmechanismus auch greift für Hochschulen, Forschungseinrichtungen und für uns, für mich ganz wichtig, auch für Universitätskliniker, also Krankenhäuser, vor allem auch Universitätskliniker. Und dass auch Hochschulen und Forschungseinrichtungen unter die Strom- und Gaspreisbremse fallen. Das war auf dem Weg dorthin nicht immer unbedingt klar, weil es auch nicht in dem abschließenden Beschluss der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten steht. Aber es gibt ein Eckpunktepapier der Bundesregierung, da steht das ganz klar drin, auch dieser Mechanismus. Das heißt nicht, dass damit alle Probleme gelöst sind, aber es zeigt, dass es angekommen ist, vor allem vor dem Hintergrund dessen, und deshalb betone ich es nochmal, ja, wir müssen unterstützen und auffangen und Rettungspakete schnüren, wo es geht, damit da irgendwie niemand durchs Rost fällt oder durch die Maschen fällt. Aber ein Selbstverständnis und auch ein gesellschaftliches Klima zu haben, das sagt, wir müssen auch in dieser Krisenzeit daran denken, wie wir eigentlich in 10, in 15, in 20 Jahren leben, wovon wir leben, welche Entscheidungen wir heute treffen, die ja erst in ganz, ganz vielen Jahren dann greifen. Wir haben das ja eben sehr eindrücklich gehört. Also eine Investition in so eine Großforschungsanlage, die ist heute getätigt, aber umgesetzt erst in 10, 15 Jahren, wo dann wahrscheinlich in 5 Jahren schon gesagt wird, oh, ihr müsst jetzt eigentlich schon, bei dem Levante-Computer war das so, wir haben ihn eingeweiht. Und auf die Frage, was passiert als nächstes, sagt der Chef, ab morgen gehen wir in die Verhandlungen eigentlich für den neuen. Also dieser Weitblick, heute zu gucken, auch in einer ganz, ganz schwierigen Lage, wo vielleicht ganz viele erstmal gucken, schaffe ich es überhaupt noch, meine Heizrechnung zu bezahlen im Winter. Trotzdem die Kraft und die Stärke zu haben, zu gucken, was sind für uns wichtige Felder, die in der Zukunft entscheidend sind, unseren Wohlstand erhalten, unsere Wettbewerbsfähigkeit garantieren, auch ein kluges Wachstum beschreiben. Und da haben wir heute eine Antwort gehört. Ich sage, das ist eine Antwort. Das muss komplementär in Hamburg mit vielen anderen Feldern, Fragen, Facetten beantwortet werden. Aber das ist der Beitrag, den wir versuchen zu leisten. Also jetzt helfen und unterstützen. Da sind wir uns auch sehr einig und da wird die Wissenschaft natürlich genau wie andere Bereiche eine große Rolle spielen und gleichzeitig aber nicht nachlassen in die zwingend notwendigen Investitionen in Infrastrukturen und in Köpfe
und in solche großen Projekte, über die wir heute gesprochen haben. Da war ja eine sehr wichtige Information, die Sie eingebracht haben, die, glaube ich, bisher öffentlich noch nicht kommuniziert wurde, die Aufnahme dieser Probleme in die Diskussion um die Notfinanzierung im Hinblick auf die Inflation. Ich würde gerne die verbleibende Zeit nutzen, um doch noch ein, zwei, drei Fragen aus dem Publikum. Eine Frage. Wer ist am schnellsten? Es kann auch eine Anmerkung sein. Ja, Herr Stawicki? Dankeschön. Ich würde gerne wissen, wie Sie bei Petra 4 die Nachfragen kanalisieren werden. Ich habe von DESI immer gehört, dass viel mehr Leute Projekte machen möchten, Versuche machen möchten, als sie überhaupt Zeitslots haben. Und jetzt wollen Sie das noch öffnen für die Anwendung. Wie werden Sie das tun? Per Los oder ist die Anfrage dann doch nicht so groß, weil die Intermediatoren dazwischen noch nicht da sind? Haben Sie da schon Pläne oder Ideen? Ja, also zum einen wird die Kapazität von Petra 4 deutlich höher liegen als von Petra 3. Ich hatte ja schon erwähnt, dass die Leistungsfähigkeit als Leuchtquelle ungefähr ein Faktor 100 bis 1000 höher liegt, als sie das heute ist. Das heißt, normale Experimente werden sehr viel kürzer werden und wir werden sehr viel automatisieren. Das heißt, sie werden am Ende einen sehr viel höheren Durchsatz haben. Und diese zusätzliche Kapazität, die geben wir jetzt sozusagen nicht einfach wieder in die Grundlagenforschung rein, sondern wir nehmen einen Teil für angewandte Forschung. Wir sind uns sicher, dass wir die entsprechende Nachfrage kriegen werden und am Anfang auch sozusagen selbst kreieren müssen, indem wir eben rausgehen und unseren potenziellen Anwendern auch klar machen, welche Vorteile es für sie hat, wenn sie zu uns kommen und mit uns kollaborieren. Aber wie gesagt, wenn Sie ein Problem haben, dann wissen Sie ja noch nicht, welches Experiment Sie machen müssen, um das Problem zu lösen. Das ist der Schritt, den wir gehen müssen. Und das wird jetzt in Pilotprojekten, bis Petra 4 dann tatsächlich gebaut wird und es dann auf großem Maßstab ausgerollt wird, bei Petra 4 an Petra 3 vorexerziert werden. Also wir haben die Vorstellung, dass wir von den 26 Instrumenten, die es heute gibt, ungefähr 5, also ungefähr 20% der Kapazität für diesen Transformationsprozess verwenden. Aber wir werden dabei nichts verlieren. Wir gewinnen. Ja, ich glaube, wir sind damit am Ende der inhaltlichen Diskussion, die ich total spannend fand, die aber auch deutlich gemacht hat, was alles noch weiter zu überlegen und ins Auge zu fassen ist. Frau Fegebank, Sie wollten noch nur einen Satz noch zu Petra 4, weil jetzt gerade der Eindruck entsteht, wenn das dann gebaut wird und so weiter. Das ist eine noch nicht entschiedene Sache. Und wir tun alles dafür auf allen Ebenen bis hin ins Bundeskanzleramt, dass wir sagen, wir brauchen diese Anlage hier. Und die Entscheidung muss irgendwann im nächsten Jahr fallen. Es gibt eine sogenannte nationale Roadmap, wo alle großen Infrastrukturvorhaben aufgenommen werden sollen. Wir wissen noch nicht, ob sie in Anbetracht der ja wirklich sehr, sehr schwierigen Rahmenbedingungen, eben auch von Herrn Nütje noch mal angesprochen, wirklich so kommt. Und wenn sie nicht so kommt, dann müssen wir einen anderen Weg finden, um Petra 4 hier nach Hamburg zu holen. Und deshalb habe ich mich auch auf heute Abend gefreut, weil ich im Moment keine Gelegenheit auslasse, um die Werbetrommel zu rühren. Und ich bitte Sie alle, die hier sind und Einfluss nehmen können. Ich hoffe, das war heute sehr, sehr überzeugend, auch um Ihnen noch mal deutlich zu machen, warum das so wichtig ist für die Einzigartigkeit unseres Standortes. Und ja, wir kämpfen weiter, wir fighten dafür mit DESI und Universität und unseren Hochschulen. Aber da ist der Drops noch nicht gelutscht, aber wir wollen gerne, dass er gelutscht wird. Vielen Dank für diesen Vielen Dank für diesen optimistischen Ausblick. Vielleicht können Sie ja noch mitnehmen den Impuls, wenn man ganz weit in die Zukunft blickt und dann die Schuldenbremse vor Augen hat,
dass man ja auch mal über ein Sondervermögen Wissenschaft nachdenken kann. Wir dürfen uns bedanken bei den Teilnehmenden auf dem Podium durch unser Traditionsgeschenk, nämlich Honig aus unserem Bienenstock auf dem Dach der Patriotischen Gesellschaft. Herzlichen Dank für diese lebendige Diskussion. Vielen Dank. Dankeschön. Ja. Ich darf Sie noch einladen zu einem Umtrunk hier im Nebenraum.